Herzlich willkommen zum Adventskalender. Na, geht's noch? Können Sie es aushalten? Das Warten? Das Warten auf Weihnachten? Warum eigentlich nicht sofort Weihnachten, Advent einfach weglassen? Schließlich gibt es ja ab September schon Lebkuchen und Mitte November irgendwelche Feiern, die Weihnachtsfeiern heißen. Warten scheint irgendwie uncool zu sein. Man will es nicht, dieses Warten. Aber auf was warten wir eigentlich im Advent? Ist das hier so wie in dieser Straßenbahnhaltestelle? Wir sitzen hier und warten einfach, bis der Zug kommt und dann weg? Oder ist es wie das Warten an der Schlange der Supermarktkasse? Nein, es ist viel mehr. Unser Warten als Christen will uns vor Augen führen, dass eben noch nicht alles vollkommen ist. Es ist noch nicht zu Ende. Da fehlt noch was. Wir warten auf diesen Christus. Wir warten auf sein Wiederkommen. Wir warten auf dieses Reich Gottes, das wir Himmel nennen. Und wir warten auf eine Hoffnung, dass es eben echte Liebe gibt. Dass es echte Neuanfänge möglich sind und dass es dafür nie zu spät ist. Und vor allem, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Durch Weihnachten werden wir in dieser Hoffnung jedes Jahr ganz neu bestärkt. Damit Sie das in Erinnerung behalten, lade ich Sie ein zum kleinen Experiment. Basteln Sie doch einfach diesen Stern nach. Oder nehmen Sie ein Stückchen Papier, ist egal, und schreiben einfach auf die folgende Frage: Mit welchen konkreten Hoffnungen ist unser Warten auf Weihnachten verbunden? Schreiben Sie es auf, stecken Sie es ein, heften Sie es an den Spiegel oder wie auch immer. Lassen Sie sich an Ihre Hoffnung erinnern. Es lohnt sich zu warten und es lohnt sich auf Weihnachten zu warten.